Ja, hallo zusammen. Mit diesem Video geht jetzt die Serie Schwäbisch für Anfänger zu Ende. Und beenden möchte ich das gern mit einem kleinen Gedichtle. Das meiste werdet ihr schon wissen oder mitgekriegt haben. Ich habe einfach alles nochmal zusammengefasst, was wichtig ist. Wer im Schwabenländle nicht Schwäbisch kann, der ist ein bisschen beschissen dran. Angefangen tut es gleich recht schön. Toilette heißt bei uns AB. Anstatt Knaben seid man bei uns Buhler und schaffet einer noch oder Wuhler. Steine heißt bei uns Steiner und Knochen, das sind bei uns Bäuner. Zum Trotz heißt bei uns Grad zum Fleiß. Und Rheuma, das ist Reismadeis. Hausschuhe, das sind bei den Schwaben Depper. Und Jedermann, das ist bei uns Eber. Der Goscherhobel ist eine Mundharmonika. Und das Ziegenleder, Tandharmonika. Huckeback heißt Bugelranzer. Und Herumstreuner, das nennt man bei uns Schwanzer. Ein Fetzer, das ist bei uns ein Flarrer. Und weint einer, na tut er Blarrer. Wer missmutig brummelt, der tut Brudler. Und langsam durch heißt bei uns noch nicht Hudler. B3-Schauer, das nennt man Glotzer. Und Lutscher ist so viel wie Schlotzer. Versteckspieler heißt Verschlupfer. Und statt Heber, dem mir Lupfer. Wem der Most gärt, na ist er Räs. Und Quark, das ist bei uns der Lugeleskäs. Ein keifendes Weib, das ist ein Befzger. Und Wespen, das sind bei uns Wefzger. Grust, das ist ein altes Gerümpel. Und der Lorle ist ein Simpel. Batscher, ist ein langer Tratsch. Und ein Händedruck, das ist ein Batsch. Und Krebsler heißt so viel wie Steiger. Und etwas Aufrichter, das heißt man Beiger. Die Flasch für das Glöckend ist ein Schopper. Und nach dem Essen Rülpser, das nennen wir Kopper. Statt Bremse, den wir Micker. Und alte Socker, den wir Flicker. Ja, so ist es auch wieder. Gottes schönste Gabe ist und bleibt der Schwabe. Weil Schwaben klug und ehrlich sind, sind sie auch Gottes liebstes Kind. Ja, das wär's jetzt wieder. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Doch neu, alles habe ich noch. Das will ich noch schön sagen. Da war eine Firma für Unterwäsche. Und die haben einmal so eine neue Norma für ihre neue BH-Kollektion gesucht. Und da hat sich ein Schwab gemeldet und gesagt, ich hätte einen, ich weiß der was. Ja, was er denn für eine Norma hätte für die neue BH-Kollektion? Zauberflöte, hat er gemeint. Auf die Nachfrage, wie er denn auf diesen Norma gekommen sei, dann hat er gesagt, ja, ich habe ganz praktisch denkt. Wenn man der BH Hände aufmacht, dann geht vorne der Zauberfleder. Also, jetzt wisst ihr das auch. Ich sage Ade und möchte mich nochmal bedanken, dass ihr meine Videos angeguckt habt und auch für den einen oder anderen Daumen, den ihr mir geschenkt habt. Also, macht's gut miteinander. Tschüss zusammen.